Schönen guten Tag, mein Name ist Arne Lietz, ich bin SPD-Europaabgeordneter und ich habe heute mit meinem Kollegen Joe Lein einen Workshop hier veranstaltet im Europaparlament und wir hatten einen Workshop und mehrere Gäste und einer der Gäste ist Alexander Karius. Genau. Er arbeitet für die Adelphi, eine Institution. Was machen Sie, Herr Karius? Wofür steht Adelphi und was sind die Kernthemen, die Sie heute in diesem Workshop angesprochen haben? Ja, ich habe selbst mal Adelphi gegründet als ein Think Tank und eine Politikberatungsinstitution vor knapp 20 Jahren, die zu allen möglichen Fragen von Umwelt, Klima, Energie und Entwicklungsfragen internationale Organisationen, die Bundesregierung, zahlreiche andere Organisationen, auch die EU berät seit vielen Jahren. Und einer der wichtigen Themen, die wir behandeln, sind sozusagen geostrategische Herausforderungen vom globalen Umweltwandel und auch konkret die Frage, inwieweit Klimaveränderungen zu sicherheitsrelevanten Problemen beitragen. Und das war heute Thema auch hier bei der Anhörung. Die Idee des Workshops lag darin, ein bisschen Hintergrund zu bekommen. Wir entwickeln hier einen Initiativbericht. Das ist eine Berichtsart im Europaparlament, wo ich seit mehreren Jahren versuche und jetzt so weit gekommen bin, dass wir in das Feld der Außenpolitik, in den Auswärtigen Ausschuss, das Thema Klimadiplomatie einbringen. Das ist bei uns noch neu. Der Umweltausschuss, der ja mit dabei ist, Joe Lein vertritt den Umweltausschuss, die sind am Thema gut und jahrelang schon da dabei, auch bei den Klimakonferenzen. Warum ist das Thema aus Ihrer Perspektive wichtig, in die auswärtige Politik hineingehoben zu werden? Und was wären Punkte, die Sie dem Parlament mitgeben, aber auch den Europäischen Auswärtigen Dienst? Ja, zunächst mal würde ich sagen, Klimapolitik ist Außenpolitik. Also Klimapolitik wird nun mal über das internationale diplomatische Parkett gespielt, das ist Teil der multilateralen Verhandlungen. Und Klimapolitik wird dann besonders außenpolitisch relevant, wenn wir über klimapolitische Risiken sprechen. Das heißt, inwieweit eigentlich Klimaveränderungen zu Konflikten weltweit führen. Und ich glaube, das konnten wir heute auch in der Anhörung ausgiebig diskutieren, dass in zunehmendem Maße wir nicht mehr über lokale Ressourcennutzungskonflikte sprechen, sondern diese Gefahr eben auch besteht, sich wirklich weit auszubreiten. Und das System, was wir haben, um mit solchen Krisen umzugehen, momentan global nicht ausreicht. Ein Beispiel, auf das ich ja heute sehr stark eingegangen bin, ist die Krise am Tschadsee. Das Tschadsee-Becken ist einer der großen humanitären Krisen und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist im Wesentlichen kriseninterventionistisch, dafür zu sorgen, dass die Menschen dort nicht verhungern. Aber der Konflikt dort ist unglaublich komplex. Das ist Lake Tschad, der mittlerweile nur noch ein kleiner Teil der Wasseroberfläche hat, sehr, sehr stark von Klimaschwankungen abhängig ist. Die Menschen, die dort leben, wiederum sehr, sehr stark zu 80% aufgrund von landwirtschaftlicher Praxis, von Verfügbarkeit von Wasser angewiesen sind. Und wir aber in den letzten Jahren gesehen haben, dass das eigentlich eine sehr, sehr komplexe Kette ist von Strukturdefiziten in der gesamten Regierungsfähigkeit, die Reichweite, die der Staat hat, überhaupt noch sehr widerstreitenden Interessen in der Gesellschaft auszugleichen. Im Norden Nigerias letztlich so als ein klassischer Marginalisierungskonflikt auftritt, dass die sowohl in der Zentrale als auch im Süden, im reichen, industriereichen Süden und ressourcenreichen Süden dort die gesamte politische Aufmerksamkeit ist. Und wir das Problem haben, dass nicht nur knappe Ressourcen vorhanden sind, sondern dass mehr und mehr in den letzten Jahren terroristische Gruppen, allen voran Boko Haram, eigentlich die Ressourcennutzung zu weiten Teilen auch regulieren und kontrollieren. Und das ist schwierig. Wir haben aufgrund der humanitären Krise dort 2,6 Millionen Binnenvertriebene dort, die in Flüchtlingslager leben. Und die Frage ist nun, wie geht man eigentlich damit um? Mein Argument ist, dass Teil der Lösung unbedingt eine konfliktsensitive Klimaanpassungsstrategie sein muss. Wenn wir das Diplomatie da auch wirken, beziehungsweise welche Rolle kann das Parlament übernehmen bei beispielsweise Delegationsreisen oder auch wo sehen Sie Punkte für den Auswärtigen Dienst jetzt im ganz Praktischen? Also ganz praktisch auf jeden Fall, um EU-Diplomaten zu sensibilisieren für diese Themen, müssen sie dorthin fahren. Ich war selbst im letzten Jahr dort für 2 Wochen und sie kriegen einen anderen Blick auf diese Krisen überhaupt, weil sie das natürlich aus Kabelberichten zwar natürlich wahrnehmen können, aber es ist wichtig,
tatsächlich in der Region dort aufzutragen. Zweitens ist es wichtig für Diplomaten, sich ein Bild vor Ort zu verschaffen über die Lage und die Handlungsfähigkeit der Akteure. Ich denke, für die EU ist es aber besonders wichtig, überhaupt die Kapazitäten aufzubauen, damit wir mit diesen Krisen auch umgehen können. Wir haben im Europäischen Auswärtigen Dienst einige wenige Leute, die das Thema vorantreiben. Und ich denke, das ist meine große Hoffnung in diesem Bericht, der wirklich zur richtigen Zeit jetzt auch kommt, sehr, sehr konkret auch zu sagen, was müssen wir auf europäischer Ebene ändern. Wir müssen im Europäischen Auswärtigen Dienst Strukturen schaffen. Wir müssen auch die Budgets, die wir dort haben, in den Instrumenten, in den außenpolitischen Instrumenten viel stärker einsetzen, um Krisen präventiv sich auch mit diesen Themen zu befassen. Und ich glaube, wir müssen global auch, wenn es darum geht, die EU-Delegation weltweit in den Ländern, nicht nur in fragilen Staaten, sondern natürlich auch in den Ländern der großen Emittenten, China, Indien und so weiter, dort auch zu sensibilisieren. Erstens für die geostrategischen Bedeutungen von Klimawandel, aber auch stärker natürlich das Wissen abholen aus diesen Delegationen. Und ich glaube, das ist heute auch diskutiert worden, dass das wichtige und sehr, sehr konkrete Schritte sind, die jetzt keine großen politischen Veränderungen erfordern, aber die man nun umsetzen muss. Sonst reden wir auch noch in 10 Jahren über globale Entwicklungskrisen und tun eigentlich relativ wenig, um diese zu vermeiden. Das ist der Ansatz in der Tat auch vom Bericht, dass wir gucken, wie wir den Auswärtigen Dienst unterstützen können. Es gibt gute Beispiele auch in den USA, wo das Weiße Haus aktuell blockiert, aber letztendlich über die europäische Vertretung, die Mitgliedstaaten, da viel Initiative passieren, bis hin zu Bürgermeistern, bis hin zu den Gouverneuren, die ja ihrerseits aktiv unterwegs sind. Auch das ist Diplomatie, das wollen wir hier ein bisschen erweitern. Der Prozess beginnt jetzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Wir bereiten jetzt diesen Bericht weiter auf und aus. Die Zeitleiste, die wird jetzt weiterentwickelt. Es wird mehrere sozusagen Berichterstattungs-, Auswertungsgespräche, Teilgespräche geben. Sie können den Verlauf, ihr könnt den Verlauf mitverfolgen über meine Webseite www.arne-lietz.de, wo die Zeitleiste zu sehen ist, in der man sich einbringen kann, wo man weiß, wie der Stand der Dinge ist. Und wir hoffen, dass wir im Sommer damit fertig sind und dann rausgehen können in die Welt, um auch zu berichten als Europaparlament, wie wir als Parlament, aber auch beim Europäischen Dienst hier versuchen, eine Weiterentwicklung zu gehen. Nochmals herzlichen Dank und kommen Sie gut zurück nach Berlin. Dankeschön für die Einladung.